Seit gut 4 Stunden fahren wir durch zerklüftete Bergwelten. Gudrun Bauer und ich wollen hier 3 ganz besondere Frauen treffen, die für uns absolute Heldinnen des Alltags sind. Wir sind mitten in Tadschikistan unterwegs, ein wunderschönes Land, aber es ist auch ein ganz, ganz großes Problem, denn über 80% des Landes besteht aus Gebirge. Das heißt, die meisten Menschen leben in weit abgelegenen Gebirgsdörfern und da fahren wir jetzt mal hin. Tadschikistan ist muslimisch geprägt und eines der ärmsten Länder Zentralasiens. Die Hauptstadt, Dushanbe, präsentiert sich zwar groß und schick und stolz mit imposanten Gebäuden, doch die Realität sieht anders aus. Auf dem Land lebt über die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Gerade für Frauen gibt es kaum Möglichkeiten, einen Beruf zu erlernen und Geld für die Familie zu verdienen. Aber es gibt Hoffnung. Wir treffen gleich eine junge Frau. Sie heißt Suhor. Sie ist 17 Jahre alt und sie hat es geschafft. Sie hat nämlich eine Ausbildung dank SkillUp als Schneiderin gemacht und kann jetzt zusammen mit dem Verdienst ihrer Mutter die gesamte Familie ernähren. SkillUp ist ein Ausbildungsprojekt der Welthungerhilfe, initiiert und finanziert von Verlegerin Gudrun Bauer. Hallo! Nice to meet you. Suhor lebt mit ihrer 9-köpfigen Familie in einem kleinen Haus etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt Dushanbe entfernt. Nach ihrer Ausbildung bei SkillUp konnte Suhor sich ihre eigene Schneiderei einrichten. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du hier? Ich arbeite täglich von morgens bis in die Nacht, nähe und besticke Kleider, Taschen und Mützen und verkaufe sie. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Arbeit habe. Suhor hat mit ihren 17 Jahren schon ein bewegtes Leben hinter sich. Als ich 7 war, haben sich meine Eltern getrennt. Das war schrecklich. Meine Geschwister, meine Mutter und ich wurden obdachlos. Dann hat meine Großmutter uns hier aufgenommen. Wir hatten nichts und mussten jeden Tag ums Überleben kämpfen. Wie wichtig ist das Geld, das du für die Familie dazu verdienst? Es ist lebenswichtig. Erst seitdem ich die Ausbildung gemacht habe und Geld verdiene, haben wir genug zum Leben. Meine Mutter arbeitet als Putzfrau, aber das reicht nicht für uns alle. Und bist du stolz auf dich jetzt? Ja, ich bin stolz, dass ich es geschafft habe. Und ich möchte mich bedanken, dass ich diese Ausbildung machen konnte. Danke. Ich bin mir ganz sicher, wenn du so weitermachst, erreichst du all deine Ziele. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir sind rund 100 Kilometer nördlich der afghanischen Grenze. Der Honig dieser Region ist im ganzen Land berühmt und wurde schon mehrfach prämiert. Ich hatte keine Ahnung davon, dass es in Tadschikistan großartigen, auch qualitativ tollen Honig gibt. Das ist auch der Grund, weshalb SkillUp Imker ausbildet. So auch die 29-jährige Madina, die jetzt schon als Imkerin arbeitet. Und ich bin bei ihr. Und ihr Mann Dilova ist auch da. Bist du schon gestochen worden? Ja, mehrfach. Kannst du mir mal so einen Bienenstock zeigen? 22 Bienenstöcke besitzt Madina mit über 600.000 Bienen. Ich halte mich erst mal ein bisschen zurück. Bis zu 150 Kilogramm Honig erntet sie pro Jahr, den sie dann auf dem Markt verkauft. Damit kann sie ihre 3 kleinen Kinder, ihren Mann und sich ernähren. Ohne SkillUp hättest du das hier nicht machen können? Nein, das wäre nicht möglich gewesen. Kann ich den jetzt mal probieren? Madinas Honig ist sehr rein. Er wird nicht mit Zucker gestreckt und ist daher sehr hochwertig. Ein echtes Bioprodukt. Mmh. Das ist ja so lecker. Vielen Dank. Unser nächster Weg führt uns zu Tutti Niso, genannt Niso. So, ich freue mich jetzt sehr auf den Besuch bei Niso. Sie ist 35, hat bei SkillUp eine Ausbildung zur Näherin gemacht und hat jetzt ihr eigenes Geschäft. Und von dem Geschäft kann sie sogar ihre Söhne ernähren inzwischen. Dieses offizielle Gebäude ist das Rathaus und die Gemeinde hat Niso einen Raum zur Verfügung gestellt, wo sie ihren Laden hat. Den schauen wir uns jetzt mal an. Erst vor 7 Monaten hat Tutti Niso ihre kleine Schneiderei eröffnet. Seitdem hat sich ihr Leben um 180 Grad gedreht. Bunt aus. Toll. Lange Zeit wusste ich nicht, wie ich meine Kinder satt bekomme. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Nun kann ich mein eigenes Geld verdienen. Das macht mich so glücklich. Nisos Mann ist arbeitsunfähig. Es gibt sonst niemanden, der die Familie ernähren könnte. Mit Hilfe von SkillUp hat sie das Nähen erlernt und ihre Kleider verkaufen sich gut, denn sie ist eine wahre Künstlerin. Völlig ohne Schablone, alles aus der Hand mit der Nähmaschine. Tutti Niso hat für Gudrun Bauer noch ein besonderes Geschenk vorbereitet. Und es passt wie angegossen.
Niso ist ein perfektes Beispiel für die weltweite Arbeit von SkillUp. Denn durch dieses Projekt können Frauen endlich selbstbestimmt leben und haben dadurch eine Zukunft, die sie sonst nicht hätten. Die Nähmaschine, die Ausbildung, das alles haben sie mir geschenkt. Ich bin ihnen so dankbar. Sie haben mein Leben und das meiner Familie gerettet. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Danke. Und so endet unsere Reise nach Tadschikistan besonders herzlich. Zuro, Madina und Niso, drei Heldinnen des Alltags, die mich tief beeindruckt haben.